Der Normaldruck Hydrocephalus geht mit einer Demenz her, die einzige Demenz, die wir auch chirurgisch behandeln können. Bei dem Normaldruck Hydrocephalus hat man 3 Kardinalsymptome. Das ist einmal eine Gangstörung, eine gewisse Gangunsicherheit mit einem schlurfenden Gangbild, eine Blasenentleerungsstörung, die meistens beginnt mit einem häufigen Wasserlassen, dann mit einem sogenannten imperativen Harndrang, dass man schnell auf die Toilette muss, bis es dann zur Inkontinenz kommt. Und als drittes hat man Hirnleistungsstörung, die bis zur Demenz sich entwickeln kann. Die Ursache des Normaldruck Hydrocephalus verstehen wir heute immer noch nicht besonders gut. Wahrscheinlich ist es eine vaskuläre Erkrankung, das heißt eine Gefäßerkrankung. Dabei wird das Blut mit einem hohen Puls in das Gehirn gepumpt und die alten Gefäße können diesen Puls nicht mehr abfedern. Und deshalb kommt dieser hohe Puls, schlägt sozusagen auf das Gehirn. Und das Gehirn atrophiert dabei durch diese ewigen Schläge. Und zusätzlich kommt, dass das Hirnwasser nicht komprimierbar ist. Das bedeutet, dass das Hirn auf einem harten Untergrund wie auf einem Stein liegt, worauf gehämmert wird. Und dadurch wird das Gehirn noch mehr geschädigt, atrophiert, nimmt an Substanz ab. Und dadurch werden die Hirnkammern größer. Die großen Hirnkammern, das ist das, was wir in der Computertomographie oder Kernspintomographie beim Normaldruck Hydrocephalus sehen. Der Normaldruck Hydrocephalus wird behandelt mit einer Hirnwasserableitung, wobei ein kleiner Schlauch vom Hirnkammersystem mit einem Ventilsystem unter der Haut Richtung Bauchhöhle geleitet wird. Wenn man dieses so macht, mit einer relativ einfachen Operation, kommt es häufig über Jahre zu einer deutlichen Rückbildung der Symptome.